Servus und willkommen zu diesem neuen Video. Manu wartet im Auto und hier in diesem Wald soll ein Wehrmachtsbunker sein. Ob der groß ist, keine Ahnung, ich gehe jetzt nicht davon aus. Ich gehe von einem kleinen Objekt aus und den suche ich gerade. In dem Sinne, let's go. So, jetzt bin ich den Berg hier raufgestapft und hier sehe ich schon so riesen Betonbrocken. Ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, da die GoPro ja recht weitwinklig ist. Aber da schauen wir jetzt hin. Und ich schnaufe schon wieder, wie ihr hört. Puh. Okay, also richtig fette Brocken hier. Das nenne ich mal Betonwände. Sieht gesprengt aus. Hier liegen überall so Dinger rum, so riesen Betonblöcke. Ob der überhaupt noch ganz ist? Hier scheint er mal gestanden zu haben. Oh, hier auch noch alles voll. Da unten wird es wahrscheinlich irgendwie reingehen. Das ist hier so zusammengeklappt, aber da schlüpfe ich nicht rein. Ein bisschen vorsichtig sein, dass ich hier nirgendwo abstürze. Ah, hier ist so ein Bogen. Also vom Gefühl her scheint da mittelmäßig zu sein. Es sind halt so riesen Wände. Es kann sein, dass unter mir noch ein Hohlraum ist. Macht zumindest den Eindruck, ja, weil hier geht es unten rein. Wenn ihr hier schaut, da geht es unten rein. Vielleicht ist da drüben ja mal der richtige Eingang gewesen oder hier irgendwo. Kann natürlich sein. Weiß ich gerade noch nicht. Oh, was für Riesenbrocken hier rumliegen. Ich muss mal da runter schauen. Weil hier unten auch irgendwie so, das könnte hier echt mal so ein riesen Bunker gewesen sein. Irgendwie so kreisförmig oder so. Spinnweben. Aber der sieht so richtig zerbombt aus und zersprengt aus. Hier überhaupt noch einen Eingang gibt. Also das, hier sieht man es, das Betonfundament geht bis nach unten. Krass, also richtig massiv. Muss aber ordentlich eine Sprengung gewesen sein, damit man sowas kaputt kriegt. Ja, ich glaube, unter mir ist der Eingang. Müsste ich da drüben irgendwie hin. Aber ich schaue erstmal noch darüber, wenn ich schon in der Lage bin. Na, schaut mal, hier ist ein Brett. Hier ist so eine Luke. Ja, und hier ist auch ein Raum. Das Problem ist, ich kann hier jetzt nicht reinrutschen. Da werde ich nie wieder rauskommen. Aber zumindest ist es ein Hohlraum. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir einen Eingang finden. Ich mache das Brettchen mal wieder vor, damit hier keine Tiere oder so reinspringen und nicht mehr rauskommen. Schaut mal, Leute. Hier geht's runter. Ich leuchte mal kurz rein. Und da geht es dann nach links, also da könnte durchaus ein Eingang sein. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Mein Knie ist angeschlagen. Ja. Und hier könnte man durchkraxeln. Werde ich aber nicht machen. Wie gesagt, mein Knie ist angeschlagen.
und ich weiß nicht, ob ich hier rückwärts wieder rauskomme. Das könnte zum Problem werden, deswegen mache ich das nicht. Ich finde noch einen Eingang. Vielleicht, ich habe Hoffnung, dass es einen Eingang gibt, an dem man nicht reinkriechen muss, sondern einfach halbwegs reinmarschieren kann. Außer er ist zugefallen. Aber ich vermute es da hinten irgendwo. Aber irgendwie sieht das Ding auch so gekippt aus. Also als wäre es unten eingesackt, eingestürzt. Da hinten sind auch nochmal so, wie soll ich sagen, Betonklötze. Scheint wohl ein bisschen weitläufiger zu sein. Naja, ich hab's heute mit dem Sprechen. Da ich jetzt von dem anderen gefühlt 30 Meter Luftlinie weg bin, schaue ich da noch schnell hin. Kennt ihr das, wenn man so gehypt ist, weil man überall Betonklötze sieht und am liebsten den ganzen Wald erkunden würde, aber zeitlich halt immer so ein bisschen unter Druck steht, weil die Abenddämmerung hat auch schon eingesetzt und hier auch nochmal alles voller fetten Betonklötzen. Ich würde halt gern so einen Eingang finden und den euch zeigen. Und der ist auch wieder so rund wie der andere. Und da hinten auch. Ich glaube, so könnt ihr es ganz gut erkennen, dass es so ein Rundbunker ist. Ja, man kann hier einmal komplett um diesen Bunker rumlaufen. Aber so einen Eingang oder so richtig habe ich noch nicht gesehen. Hier überall so fette Betondinger. Ja, schade. Kein Eingang. So, ich muss jetzt irgendwie da hoch und dann so rüber zurück zum Auto. Naja, gut. Ja, leider kein Reinkommen. Aber ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Blick, wie massiv die gebaut waren. Das waren ja meterdicke Wände. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, gerne abonnieren. Und in dem Sinne sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.